Der Amiga 2000. Das wird ein derart umfangreiches Thema, dass nicht mal Zeit für ein anständiges Intro ist. Also bitte, hier kommen die 8. Yesterchips. Das Kalenderblatt zeigt den 10. November 2013 und der Mick wünscht euch viel Spaß. Nach dem zwar revolutionären, aber verkaufstechnisch nur mittelmäßigen Erfolg des ersten Amiga im Jahre 1985, war es bald an der Zeit, einen ordentlichen Nachfolger auf den Markt zu bringen. Es war die Stunde des Bestsellers Amiga 500 und seines großen High-End-Bruders A2000. In rein technischer Hinsicht sind sich A500 und A2000 in vielen Bereichen gleich. Sie haben den gleichen 68000er bei etwa 7 MHz getakteten Hauptprozessor und die Custom-Chips für Sound, Grafik und Speicherverwaltung sind ebenfalls weitestgehend gleich. Das, was aus dem 2000er eine richtige Arbeitsmaschine macht, ist der neu entwickelte Zorro 2 Bus, welcher den A2000 sehr flexibel in seinen Einsatzmöglichkeiten macht. Der erwartete große Erfolg blieb dem 2000er allerdings auch verwehrt. Ob dies nun an der zweifelhaften, sprunghaften Marketingstrategie von Commodore lag oder am Spielekisten-Image, welches dem Amiga anhaftete, sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz schaffte es der A2000 in speziellen Nischenbereichen sich zu etablieren. So wurde er lange Zeit etwa in der Videobearbeitung, wo er ein echter Platzhirsch war, und sogar bei der NASA eingesetzt. 1990 wurde der 2000er dann abgelöst durch den nächsten High-End-Amiga von Commodore, den A3000. Was muss man allgemein über den A2000 wissen? Zunächst einmal ist wichtig, dass es zwei, manche sprechen sogar von drei, unterschiedliche Versionen des A2000 gibt. Der zuerst erschienene A2000A stammt aus Braunschweig und ist einfach gesagt nichts anderes als ein Amiga 1000 mit einem Erweiterungsbus. Er verwendet den OCS-Chipsatz und den Agnus-Chip des A1000, was sein Chip-Mem auf maximal 512 KB begrenzt. Die Amiga 2000A Modelle haben außerdem einen kürzeren internen Videoslot, der lediglich die Signale des externen 23-poligen RGB-Anschlusses führt. Damit ist er nur für den Einsatz von Genlogs tauglich, nicht für Flickerfixer oder Scan-Doubler wie im A2000B. Auch ist der Prozessorslot des Amiga 2000A unterschiedlich zu dem des B-Modells. In der A-Version muss man bei Verwendung einer Turbokarte im Prozessorslot den 68000er Prozessor vom Mainboard entfernen. In der B-Version ist dies nicht notwendig. Ferner fehlt dem Amiga 2000A der Composite-Videoausgang. Wohl aufgrund ihrer Seltenheit und dem Made in Germany-Label sind die Amiga 2000A-Computer mittlerweile bei Sammlern sehr beliebt geworden. So zahlt man also für einen relativ schwachen Amiga 2000A schon mal gerne mehr als für den eigentlich technisch stärkeren Amiga 2000B. Der A2000B ist im Prinzip der wirklich neue Amiga 2000. Er kann bis zu 1 MB ChipMem verwalten. Ab wann jetzt genau der komplette ECS-Chipsatz on board ist, darüber streiten sich die Quellen. Die Rede ist von der Revision 6, andere Quellen sagen erst ab 6.5 und damit der letzten Revision. Bis zur Revision 6 tummeln sich viele verschiedene Zwischenrevisionen, deren Unterschiede eher marginal sind. Wenn ich gefragt werde, welche Revision die beste sei, dann sage ich generell alles größer der Version 6. Manche Quellen sprechen dann hier vom Amiga 2000C. Alle OCS Amiga 2000 hatten entweder das Kickrom 1.2 oder 1.3. Alle ECS Amiga 2000 wurden mit Kickrom 2.04 ausgeliefert. Man kann aber problemlos bei allen Versionen das Kickrom 3.1 einsetzen. Die Bordrevision 6.5 hat außerdem noch die Möglichkeit, bis zu 2 MB ChipMem zu verwalten, da ein entsprechender Agnus-Chip verbaut war. Diese ganzen Ausstattungsmerkmale und vor allem deren Unterschiede sollten aber niemanden vom Kauf abschrecken. Mit den entsprechenden Chips kann man jeden Amiga 2000B entsprechend aufmöbeln. Zu den Modellvarianten.
Es gibt ganz tolle Verkaufsbezeichnungen für den Amiga 2000, welche beim zweiten Hinsehen aber überhaupt nicht spektakulär sind. Der A1500 zum Beispiel ist nichts anderes als ein normaler Amiga 2000, er hat lediglich zwei Diskettenlaufwerke. Der Amiga 2500 hatte ab Werk eine Turbokarte von Commodore eingebaut und einen SCSI-Festplattencontroller, ebenfalls von Commodore. Ja, und der A2500 UX entsprach der Ausstattung des A2500 und hatte aber als System den Unix-Ableger Amix als System installiert. Im Prinzip also viel Wind um nichts. Schauen wir uns zunächst einen Amiga 2000 einmal an. An der Frontseite hat er drei Einbauschächte. Zwei 3,5 Zoll und einen 5 1/4 Zoll. In die 3,5 Zoll werden normalerweise Diskettenlaufwerke gebaut und in den 5 1/4 Zoll Schacht, in diesem Beispiel hier ein CD-ROM-Laufwerk. Früher war es aber auch gang und gäbe, hier ein Floppy-Laufwerk einzubauen. Was dem A2000 an der Frontseite fehlt, und das ist nach meiner Meinung nach wirklich unschön, ein Powerschalter. Den gibt's hinten am Netzteil, aber das war damals bei anderen Rechnern kaum anders. Vorne haben wir dann noch die Anschlüsse für das Keyboard und zwei neunpolige Sub-D-Anschlüsse für beispielsweise Maus oder Joystick. Auf der Rückseite befinden sich die Slotblechanschlüsse der Erweiterungskarten sowie die Anschlüsse, die jeder andere Amiga auch hat. Nicht verrückt machen lassen, dieser A2000 hier ist meine, das heißt, hier sind fast alle Anschlussmöglichkeiten belegt. Hier nochmal im Detail die Amiga-Anschlüsse, zunächst der 23-polige Videoanschluss RGB, daneben der Parallel-Port, normalerweise für Drucker verwendet, dann kommt der Disk-Drive-Port, hier kann man die externen Diskettenlaufwerke anschließen, wie man das auch bei den anderen Amigas machen kann, und jetzt kommt hier Gelb-Mono-Video, das ist das Bass-Ausgangssignal, also das schwarz-weiße Videosignal, Left-Audio, Right-Audio, erklärt sich von selbst, hier kommt die Musik raus. Und zuletzt der Serial Port, den man zum Beispiel für den Datentransfer mit Hilfe des Amiga Explorer einsetzen kann. Ganz allgemein für den Betrieb braucht man die Zentraleinheit Amiga 2000, die dazu passende Amiga Tastatur, wobei man hier auch gerne die Tastatur des Amiga 3000 einsetzen kann, die funktioniert genauso gut. Nur bitte nicht auf die Idee kommen und eine PC-Tastatur anschließen, die gibt es zwar auch mit dem passenden Dienststecker, doch die funktioniert nicht. Dann brauchen wir natürlich noch eine Amiga-Maus. Ach nee, das AV-Kabel benutzen wir nicht, wir wollen ja schließlich kein Schwarz-Weiß-Bild haben, sondern wir wollen ein Farbbild auf unserem Fernseher haben. Also benutzen wir das RGB auf SCART-Kabel, welches man zum Beispiel bei Vesalia käuflich erwerben kann. Es hat auf der einen Seite einen 23-poligen DSAP-Anschluss zum Anschluss an den Videoport des Amiga. Hier haben wir die zwei Cinch-Anschlüsse für den Sound und am anderen Ende der Leitung der SCART-Anschluss für unseren Fernseher. Dann brauchen wir noch die Stromversorgung, ein handelsübliches Kaltgerätekabel tut's da und dann zu Testzwecken optimalerweise eine autobootfähige Amiga-Diskette. Das Ganze jetzt noch hübsch angeschlossen, Tastatur, Maus, Video, Audio und Strom und wir könnten den Amiga 2000 in Betrieb nehmen. Ja, wir könnten, aber dafür brauchen wir ja erstmal einen. Und wenn ich mein hier gezeigtes Schätzchen nun in Betrieb nehme, na, das sorgt nur für Neid. Fangen wir bei Null an. So, öfter mal was Neues bei den Yester Chips. Diesmal ein Unboxing, weil für die Folge mit dem A2000 habe ich mir dann gedacht, wenn ich das Ding schon zeige, dann mindestens einmal in seinem Auslieferungszustand bzw. in seinem Originalzustand. Aber da gab es ein kleines Problem, denn mein A2000 ist bewaffnet bis an die Zähne und ich wollte den nicht komplett auseinandernehmen, nur um dann mal zu zeigen. Hier, schaut es euch an, so sieht das Ding aus, wenn keine Erweiterungskarten drin sind. Also, was habe ich gemacht? Einen weiteren A2000 im eBay geordert. Ich muss mir dazu sagen, das war eigentlich eine recht gute Transaktion. Vor allem ging es sehr schnell. Der Verkäufer aus Nürnberg
sehr netter Kontakt und ja, vor allem sehr schnell verschickt. Er hat mir versprochen, den Rechner gut zu verpacken. Das werden wir jetzt gleich mal überprüfen, ob dem auch so ist. Weil der ganze nette Kontakt und so weiter, es nützt ja alles nichts, wenn das Ding hier jetzt die Rems hat. Und wenn das so ist, dann ist hier Achterbahn. So, also. Cool, ich habe Zeitungen gekauft. Yeah. Da. So. Paper, Paper, Paper. Was ist das eigentlich? Ah. Sonderangebote von Expert. Bullshit. Ja, das sieht doch schon gut aus. Jawohl, auch das sieht sehr schön verpackt aus. Yes, ist das nicht schwer. So. So. Die Kamera nachjustieren. Passt. Sächen. Jo, also es sollte ein ganz normaler Amiga 2000 sein, ohne Erweiterung und eine B-Revision, das heißt B-Revision, also vom Typ A2000B. Ah, offensichtlich habe ich ihn über Kopf. Ja, von unten sieht er ja schon mal ganz gut aus. So. Ah, jetzt ja. So. Tada. Der Bobbes. Beziehungsweise hier. Ah, lovely. Jo. Das ist das Original Netzteil ist. Mit braunen Flügeln hier drin. Naja. Offensichtlich war er schon mal erweitert, weil hier fehlen sämtliche Slotbleche. Aber das ist okay. Hier fehlt es auch. Macht nichts. Hab genug von dem Zeug. Kontakte sehen nicht vergammelt aus. Riechen tut er jetzt eigentlich auch nicht sonderlich streng. Okay. Und dann an die Front. Ja, kann man das eigentlich sehen? Kann man sehen, jawohl. Ja, sieht doch eigentlich ganz toll aus, das Teil. Bis auf die paar Kratzer hier oben oder Dreck oder was das ist, kriegt man vielleicht weg. Mal ausprobieren. Ja, also mein lieber Verkäufer aus Nürnberg, bis jetzt bin ich mit der Maschine zufrieden. Gut. Dann schraube ich die Kiste jetzt mal auf, um zu schauen, ob es irgendwelche Überraschungen gibt. Schön. Aber jetzt. Tada! Ja! Das ist er. So kennen wir ihn. Also. Schauen wir uns das mal ein bisschen aus der Nähe an. Ja. Ein komplett, ja, ungepimpter Amiga 2000. Hier drüben der Zorobus, beziehungsweise ab hier die ISA-Steckplätze. Wie man hier unten erkennt, hier fehlen die Erweiterungen für den 16-Bit-ISA-Bus. Es gibt hier nur die Slots für 8-Bit. Das lässt sich aber ganz leicht erweitern. Man braucht einfach hier unten diese 20-poligen, keine Ahnung wie die heißen, Slot-Stecker-Dingens. Man muss die hier unten einfach nur einlöten. Dafür am besten das Board ausbauen, die Slot-Teile, Dings reinstecken, verlöten und sonst muss man nichts machen und schon kann man hier die 16-Bit-ISA-Karten drin verwenden, insofern man denn ein Bridgeboard hat. Gut, ansonsten, ich sehe das Ding jetzt selbst zum ersten Mal, muss ich mal ein bisschen schauen, ob es da irgendwo was Besonderes gibt. Das Netzteil scheint tatsächlich ein Original zu sein. So auf den ersten Blick zumindest. Und, ja, er hat noch was gesagt gehabt von wegen, der Akku wäre platt, aber nicht ausgelaufen.
Das ist eine hübsche Aussage. Ich kann sie ihm glauben, aber aus Erfahrung kontrolliere ich das mal lieber. So, und um an den Akku schön dran zu kommen, nehme ich jetzt einfach mal hier diese komplette Brücke heraus, auf der die Floppy drauf sitzt und das Netzteil. Mal sehen, wie wir das hier am geschicktesten kriegen. Zack. Ja. Nicht ganz schön, ich hätte die Stecker auch mal rausziehen können. So. Hier sehen wir also jetzt die Akkuregion. Das ist diese typische Tonnenakku. Wenn man jetzt hier außen noch mal so ein bisschen schaut auf der Platine selbst, so ein paar Verfärbungen da außenrum sind da schon zu erkennen. Wichtig ist bei dieser Geschichte immer, dass man sich hier außenrum die Lötstellen mal anschaut. Die sind auch so ein bisschen matt oben drauf und auch den Prozessor mal raushebelt und nachschaut, ob da die Kontakte schon irgendwie korrodiert sind, angefressen sind, nicht mehr so ganz fit sind. Batterie, Säure oder Lauge oder was auch immer das ist. Ich glaube, es ist eher eine Lauge. Die hat halt diese Angewohnheit. Wenn sie nicht ordentlich neutralisiert wird, dann frisst die sich immer schön weiter. Ich habe hier schon ein schönes Werkzeug in der Hand, das jetzt erstmal zum Einsatz kommt. Sicher, man kann den Akku auch ordentlich auslöten. Und das ist gewiss auch die schönere Variante, das zu machen. Aber Schönheitspreise habe ich in Elektronik noch nie gewonnen. Und deswegen knipse ich das Ding hier jetzt einfach mal raus. So. Zack. Das ging schon erstaunlich leicht. Also das ist mit Sicherheit nicht die schönste Variante, wie man einen Akku entfernen kann, aber es funktioniert. Wie gesagt, auslöten ist natürlich sehr viel eleganter und, wenn man es kann, auch materialschonender. Ist das Bild unscharf? Ja, besser. Ja, wie gesagt, hier so ein bisschen die Beulenpest hat er hier schon. Also da muss ich mal ein bisschen mit dem Glasfaserstift drüber gehen und den Dreck runterhobeln. Okay, gut. Donnerwetter, ich sehe hier gerade, dass da sogar mehr geliefert worden ist, als eigentlich versprochen. Beziehungsweise als hätte drin sein müssen. Der Motorola Prozessor 68000 ist ein 12er. Ein P12. Das heißt, der wäre sogar für Übertaktungsexperimente geeignet. So. Mal sehen, wie es unter dem so aussieht. Wie sein Sockel so aussieht. So, nehmen wir das Ding also mal raus. Und ja, wenn man sich die Beinchen mal so ein bisschen anschaut, also hier vorne gerade in dem Bereich, so ein bisschen grünlich sieht es hier schon aus. Also der Akku scheint da doch schon ein bisschen gewirkt zu haben. Hätte mich aber auch ehrlich gesagt gewundert, wenn nicht. So, ja, und wenn man auf den Sockel schaut, das sieht's ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich versuche so nah wie möglich ranzugehen, bevor es unscharf wird. Ja, bin mir nicht sicher, ob man das erkennt. Jedenfalls ist es so, dass hier in dem Bereich die Kontakte doch schon ziemlich grün im Innern aussehen. Also das ist so mehr oder weniger das Anfang vom Ende. Da würde sich das empfehlen, in näherer Zukunft mal eine Grundreinigung durchzuführen und vor allem auch den Sockel auszutauschen. Gut, ist jetzt nicht Thema, mache ich jetzt nicht. Stecken wir das Ding erstmal wieder zusammen und schauen, ob er anspringt. Ja, und jetzt kommt der Moment, den viele von euch kennen. Man hat etwas im eBay ersteigert. Natürlich für mehr Geld, als man es anderen gegenüber dann später zugibt. Ja, das Ding ist eingetroffen. Alles ist vorbereitet. Maus angeschlossen, Tastatur angeschlossen. Strom ist am Netzteil. Der
Fernsehapparat ist angeschlossen per RGB auf SCART. Ja, und jetzt ist der Moment gekommen, wo man das erste Mal Strom drauf gibt. Der Moment, wo man entweder dem Verkäufer dafür dankt, dass er die Wahrheit erzählt hat oder zumindest nicht alles verschwiegen hat, oder wo man ihn verteufelt. Also, Amiga ist da. Eine Diskette zum Ausprobieren, ob es funktioniert, ist auch da. Und dann geben wir jetzt mal Strom drauf. Lüfter läuft, klingt gut. Diskettenlaufwerk meldet sich. Und ein Kickstart-Screen. Oh, das beruhigt. Ja, das 2.0er ROM im Amiga 2000er B-Serie standardmäßig verbaut. Version 37.300 haben wir hier. Stopfen wir mal eine Diskette rein. Viel mehr können wir hier momentan auch nicht machen. Ja. Laufwerk läuft an. Auf dem Bildschirm tut sich schon was. Laufwerk sägt schön vor sich hin. Wunderbar. Ich mache hier mal ein bisschen das Licht aus. Ein bisschen kuschelig machen. So. Das Laufwerk klingt eigentlich recht gut. Es verschluckt sich nicht. Und nach einer minimalen Ladezeit, die ich gerade nicht in der Lage bin, ordentlich zu überbrücken, müsste jetzt... Ja! Okay, wunderbar. Die Kiste läuft. Was will man mehr? So, als erstes tausche ich jetzt mal das Kick-ROM aus. Das verbaute 2.04 oder 2.05 ist zwar eigentlich ausreichend, aber es ist nicht unbedingt das kompatibelste. Und ja, es ist halt eben so ein Spleen von mir, nennt es Spielerei. Ich bin der Meinung, in Amiga gehört das Beste. Und ja, das wäre eben das Kick-ROM 3.1. Der eigentliche Austausch ist sehr einfach. Vorher natürlich wieder erden, damit wir den Chip nicht killen. Und dann vorsichtig beiden Seiten anhebeln. So. Runter damit. Und das neue Kickstart-ROM. Oh Mann, die Kontakte sehen auch nicht mehr so doll aus. In der richtigen Orientierung wieder einsetzen. Man sieht jetzt hier drauf, hier oben diese kleine Kerbe, die hier der Chip hat. Das ist die Ausrichthilfe. Und hier auf dem Sockel erkennt man auch eine kleine Kerbe. Die müssen in der gleichen Richtung sein. Andernfalls könnte es passieren, dass wir den Chip grillen. Das haben wir ja nicht vor. So. Alle Beinchen dort, wo sie sein sollen. Festdrücken. Glückwunsch! Amiga 2000 mit Kickstart 3.1. So, das war jetzt eine relativ simple Bastelaktion. Allerdings wird sie sich mit Sicherheit auszahlen, denn mit einem ordentlichen Kick 3.1 kann man auch eine ordentliche Workbench 3.1 nutzen, beziehungsweise später, wenn der Amiga die entsprechende Leistung hat, auch das OS 3.9. So, jetzt als nächstes, auch noch relativ einfach, aber etwas anspruchsvoller, der Einbau eines zweiten Diskettenlaufwerks, denn der Amiga 2000 hat dafür ja genug Platz. Bevor das funktionieren kann, muss auf dem Mainboard
der Jumper 301 geschlossen werden. Was hiermit erledigt ist. Boah, total zusammengeknürzt. Na egal, Kontakt ist da. Also, es ist nicht einfach damit getan, an das Floppy-Kabel ein zweites Floppy-Laufwerk anzuschließen. Das funktioniert nicht. Sondern wir müssen dem Amiga noch beibringen, dass da ein zweites Laufwerk installiert werden soll. Und das haben wir eben mit dem Setzen dieses Jumpers getan. Beim Amiga 3000 und beim Amiga 4000 heißt der Jumper übrigens J351. Er hat aber die gleiche Funktion wie der J301 beim Amiga 2000. Ist er gesetzt, können zwei Diskettenlaufwerke angeschlossen werden. Ist er nicht gesetzt, funktioniert nur eins. Normalerweise hat der Amiga 2000 ein Floppy-Kabel dabei mit zwei Anschlüssen. Und wichtig ist, dass die Seite mit dem gedrehten Kabel am ersten Floppy-Laufwerk angeschlossen ist, also am DF0. So, Stromversorgung ist eigentlich auch immer doppelt vorhanden, sodass wir im Prinzip nur noch ein zweites Laufwerk brauchen, welches man dann einsetzen kann. Und hierzu noch ein kleiner Designhinweis. Im Amiga 2000 sind Diskettenlaufwerke verbaut, die etwas höher sind als die Laufwerke, die man so heute als Standard bezeichnen könnte. Das hier ist jetzt ein normales Diskettenlaufwerk und man sieht hier diesen lustigen Absatz. Das sieht scheiße aus von vorne, weil setzt man die Frontblende des Amiga wieder drauf, dann bleibt hier oben einfach ein riesiges Loch. Entweder man macht es gleichmäßig scheiße und baut zwei flache Diskettenlaufwerke ein. Dann hat man dann eben oben einen schönen Spalt, für den man sich was überlegen kann oder nicht. Oder man muss mittlerweile leider schon richtig dafür suchen, um noch Laufwerke zu finden, welche dann die vergleichbare Höhe hätten. Das hier zum Beispiel. Es ist aber auch nicht unbedingt das gleiche Design, merke ich gerade. Da muss ich mal nachschauen. Ich glaube, ich habe da noch ein anderes. Und dann passt das wenigstens halbwegs optisch schön zusammen. Vom Design mal abgesehen, wichtig ist bei der Installation von Floppy-Laufwerken, genauso wie von Festplattenlaufwerken, dass man die Stecker richtig herum draufsteckt. Und das ist relativ einfach. Auf den meisten Anschlussplatinen findet man irgendwo eine kleine 1. Und dort, wo die 1 ist, dort muss die Seite hin, wo sich die rote Litze beim Flachbandkabel befindet. Ja, und ist dann alles angeschlossen, Strom dran, können wir den ersten Funktionstest machen mit unseren zwei Diskettenlaufwerken. Und nach jeder Bastelei, natürlich geht nichts ohne einen Funktionstest. Also schalten wir den Amiga ein. Das erste, was wir sehen sollten, wäre der Begrüßungsbildschirm vom Kickrom 3.1. Und damit hätten wir schon mal einen Erfolg gelandet. So, und jetzt haben wir hier zwei Diskettenlaufwerke, wie man unschwer erkennen kann. Und damit hätten wir, herzlichen Glückwunsch, aus einem ordinären A2000 einen A1500 gemacht. Was das für komische Marketingideen von Commodore damals waren, einen A1500, der ja eigentlich besser ist als ein A2000, mit einer niedrigen Zahl als 2000 zu belegen. Seltsam. Aber gut, wie wir wissen, die Marketingstrategie von Commodore war ja generell etwas, sagen wir mal, schwer nachvollziehbar. So, Workbench 1, ins erste Laufwerk rein und lassen wir das Ding mal anlaufen. Wer sich wundert, warum hier auf dem Diskettenlaufwerk plötzlich was draufsteht, das habe ich hier jetzt nicht draufgemalt in der Zwischenzeit. Ich habe vor diesem Clip gemerkt, dass das Laufwerk, was ich angeschlossen hatte, einen Schlag hat. Das wollte überhaupt nicht mehr. Kommt leider vor, die Diskettenlaufwerke werden genauso wie die Disketten mit der Zeit eben nicht besser, sondern so hart wie es klingt, aber die Dinger sterben. Kann man nichts machen. Jo, die Ladezeit ist inklusive. Aber wir sind schon dort.
Ta-da! Workbench 3.1. Und jetzt zum Beweis, dass die Bastelaktion nicht umsonst war. Nicht, ich muss mit dem Hessisch aufpassen. Dass die Bastelaktion nicht umsonst war. Hier ist die Extras-Diskette der Workbench 3.1. Rein damit und Bildschirm und zack, da ist sie. Also, herzlichen Glückwunsch. Hat funktioniert. Wir haben jetzt 2 Diskettenlaufwerke im Amiga 2000. Ja, wer es braucht. Damit vorne kein Loch drin ist, falls man die Blende verschlampt hat. Zum Schluss der Aktion nochmal zusammenfassend. Wenn man ein zweites Amiga-Laufwerk in den 2000er einbauen möchte, dann muss man den Jumper 301 auf dem Mainboard setzen und dann im Prinzip einfach nur noch das zweite Laufwerk an das Flachbandkabel anschließen. Hier dabei darauf achten, dass man Pin 1 dort kontaktiert, wo die rote Litze am Flachbandkabel vorhanden ist. Sollte es dann mal nicht funktionieren, in der Regel bekommt man ja heute keine fabrikneuen Amiga-Laufwerke mehr in die Hand, dann sollte man mal nach der Jumper-Einstellung gucken, insofern dies bei diesem Laufwerk möglich ist. Manchmal ist es auch fest verlötet, da ist es dann etwas schwieriger. Ob da vielleicht irgendjemand mit DS0 und DS1, DS2 herumgespielt hat, diese Laufwerkszuordnungen können da schon gern mal durcheinander kommen. Aber ansonsten ist das Einbauen eines weiteren Diskettenlaufwerks in den A2000 eigentlich eine relativ simple und einfache Angelegenheit. Auf der Rückseite des A2000 gibt es ja auch noch den Disk Drive Port. Hier kann man ganz normal wie am A500, A600 und A1200, genauso wie an A3000 und A4000, so jetzt habe ich es komplett. Beim CDTV geht's auch, beim CD32 geht's mit einer Erweiterung. Also bei jedem Amiga, wo Disk Drive draufsteht, kann man auch noch externe Diskettenlaufwerke anschließen. Das sei es jetzt aber wirklich genug zu dieser doch recht simplen Angelegenheit mit dem Diskettenlaufwerk. Vollkommen entsetzt, panisch und maßlos erschrocken blicke ich auf die Uhr und muss feststellen, dass ich die erste Folge zu diesem großartigen Rechner Amiga 2000 größtenteils mit Labern verbracht habe und relativ wenig gezeigt habe. Ich gelobe Besserung. In der nächsten Folge möchte ich ein paar Basics zeigen, die nach meiner Meinung zum Amiga 2000 einfach dazugehören. Was in einen Business Amiga selbstverständlich auch hineingehört, ist eine Festplatte. Die Installation einer solchen werde ich dann mithilfe des IDE Controllers Buddha Flash Phoenix mal vorführen. Und da man an diesem Controller auch noch andere IDE Geräte anschließen kann, werde ich noch zeigen, wie man ein CD-ROM Laufwerk mithilfe des universell einsetzbaren Softwarepakets IDEFIX ebenfalls im A2000 zum Laufen bekommen kann. Ja, das Ganze wird dann auch schon in Richtung Leistungsgrenze des A2000 gehen und ein ganz kleines Thema wird noch sein, der Einsatz von Turbokarten. Ihr seht also, der A2000 ist wirklich ein riesiges und höchst umfangreiches Thema, bei dem ich mich selbst ein bisschen verschätzt habe. Denn das eigentliche Thema, weshalb ich jetzt mit dem Amiga 2000 hier angefangen habe in meiner Serie, ist das Thema Bridgeboards. Nur, da sind wir noch lange nicht. Was sind Bridgeboards? Naja, im Prinzip sind es große Steckkarten für den Amiga und auf diesen Steckkarten befindet sich ein IBM-kompatibler PC. Aber es ist ein langer Weg bis Tipperary und es ist auch noch ein langer Weg bis zu den Bridgeboards. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich natürlich über positives Feedback jeder Art. Solltet ihr zu den gezeigten Themen irgendwelche Fragen haben, meine Mailadresse hat sich nicht verändert, mick@amiga1200.de. Und hier wieder der Hinweis auf die Internetforen, in denen ihr unter Garantie auch Hilfe findet. Das Forum 64, a1k.org und das Circuitboard. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, Servus, Adele, take care and bye bye. Euer Mick.
So, die Schrauben sind raus. Yay! Nee, die Schrauben sind noch nicht raus. Klasse. Fast alle drin. So. Die Schraube ist runtergefallen. Suchen kann ich später. Klasse, ihr habt die verkehrte Schraube rausgedreht. Weltklasse. Schon zig A2000 offen wieder zugeschraubt und jetzt, wo ich es mal filme, drehe ich eine Schraube vom Netzteil raus. Schön. Aber jetzt. Yay! So soll es natürlich nicht gehen. So. Ja, schön die Beinchen verbogen, wie sich das gehört. Strom ist dran. Eine Diskette zum Testen ist auch da. Und ja, hält er oder fällt er, ja? Schalten wir das Ding mal an. Er hätte vielleicht mal den richtigen Kanal raussuchen sollen auf dem Fernseher. AV. Ah ja. AV ist nix. AV2 ist auch nix. Scheiße! Ja, alles was ich krieg ist ein blaues Bild. Scheiße. Hätte ja auch mal funktionieren können. Auf Anhieb.